Ich komme als Stipendiat des Diakonischen Werk der EKD nach Deutschland. Damals hat die Evangelische Kirche für unsere Mutterkirche in Äthiopien ein Stipendium gegeben. Meine Mutterkirche hat mir hier nach Deutschland geschickt, zum Studium. Er gehörte zu denen, die hier versucht haben, Flüchtlinge aus Äthiopien und aus dieser Region zu sammeln und mit ihnen Gottesdienste zu feiern, um ihre kulturelle Identität und ihre Heimatverbundenheit zu nutzen für die Verkündigung der Botschaft. Meiner Heimat, dort gibt es genug Priester und Geistliche. In Deutschland, damals war ich einziger geweihter Priester. Ich habe diese Aufgabe als Pflicht, als Christ, als Priester wahrgenommen. Ja, und das ist das Verdienst des Priesters, der eben hier auch eine sehr starke Kraft der Verbindung darstellt. Ich glaube, wir haben das zu schätzen und anzuerkennen, dass er weiß, dass dann, wenn Menschen durch Exil oder durch andere Umstände nach außen in eine andere Kultur hinein kommen, dass sie dann eben nicht nur für sich selbst sein können, sondern dass sie immer auch auf Brückenbau aus sein müssen. Und das versucht er zu praktizieren. Und auf diese Weise gibt es eben diese Verbindungen der einzelnen Christen zueinander. Und ich glaube, dass das auch ein Symbol ist für ein Miteinander in unserem Land. Mein Sohn soll auch seinen Weg weitergehen. Anderes Mal, ja, ich habe ihm gesagt, du kannst auch hier Theologie studieren und weiter. Aber er hat mir gesagt, bewusst, ich möchte nicht wie ein Armer bleiben. Ich muss auch weiter meinen Weg weitergehen. Das ist, er studiert zurzeit Mathematik und Informatik und auch er macht seine Doktorarbeit.